Das letzte Mal am See der Leidenschaft. Was meinst du, wollen wir es nochmal miteinander versuchen? Na gut. In 4 bis 6 Wettern wird die Firma uns gehören. Und was mit Coelho? Er hat mich hinters Licht geführt und die Firma in seinen Besitz gebracht. Wir müssen sie zurückbekommen. Gefühle, die man liebt, Liebe, die man fühlt, Emotionen, die man spürt, Impressionen, die man riecht, Erregung, die man schmeckt, Inneres, das bewegt, Spannung, die verschreckt, Leidenschaft, die erregt. Ich werde sofort in die Kanzlei gehen und sehen, was sich machen lässt. Julia, was machst du denn hier? Ich habe gehört, dein Vater ist aufgewacht und wollte ihn besuchen. Ja, ich war gerade bei ihm. Coelho hat sich der Firma bemächtigt. Was? Ich hätte nie gedacht, dass er zu so etwas fähig ist. Und ich bin auch noch auf ihn reingefallen. Ich wollte gerade in die Kanzlei und versuchen, es rückgängig zu machen. Gut, dann komme ich mit. Okay, hier steht nichts, was uns weiterhelfen könnte. Ja, auch nicht. Hier steht es. 24 Stunden nach Erwachen aus dem Koma ist man nicht geschäftsfähig. Was ist das? Wir sollten schnell zu deinem Vater. An meine Familie. Ich habe mich entschlossen zu gehen. Nachdem ich Julia enttäuscht und meinen Vater verraten habe, kann ich euch nicht länger in die Augen sehen. Die Schuld, die auf mir lastet, ist zu viel geworden. Ich werde für immer fortgehen. Bitte trauert nicht um mich. Es ist für alle am besten so. Liebe Grüße, euer böser Zwillingsbruder, Coelho. Ihr werdet euch noch wundern. Oh,